Alle 2 Jahre vergibt die Universitätsgesellschaft Bonn den Ernst-Robert-Curtius-Preis für ein herausragendes essayistisches Werk. Mitglied der Jury ist stets der Rektor, Professor Jürgen Fuhrmann. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Literaturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Laudatorin Gesine Schwan würdigt das Schaffen ihrer Kollegin. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, die Laudatio für Aleida Aßmann halten zu dürfen. Ich halte sie für eine außergewöhnlich kluge Frau, für eine, die nicht ehrgeizig nach allen möglichen Sternen strebt, aber sie dann doch alle erreicht, weil sie um der Sache willen in meiner Sicht arbeitet und nicht um irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen. Die Quintessenz wird bei mir sein, dass sie mit ihrem wissenschaftlichen Stil so wunderbar und so persönlich und so prägnant und so die Leute erreichend arbeitet und spricht, dass sie durchaus völlig gerechtfertigt einen Preis für Essayistik erhält. Der Preis bedeutet für mich sehr viel. Erstens mal aufgrund des Spenders, Namenspatrons, Ernst Robert Curtius, den ich schon gleich am Anfang meines Studiums für mich entdeckt habe, der mich auch begleitet hat bis heute, das werde ich auch gleich zeigen. Und zweitens natürlich auch die Reihe der Preisträger. Ich kann nur sagen, ich werde blass, wenn ich mich jetzt in diese erlauchte Illustre-Reihe einreihen darf. Und das ist für mich ein ganz großer Anspruch. Über den Ernst-Robert-Curtius-Förderpreis für jüngere Schriftsteller unter 40 Jahren freut sich Timo Frasch. Der Politikwissenschaftler ist Absolvent der Uni Bonn und seit 2008 Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also als ich den Anruf bekam, war das für mich wirklich gleichermaßen eine große Überraschung, wie aber auch eine große Freude. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, diesen Preis im Besonderen zu bekommen. Muss ich nur mal anschauen, wer diesen Preis vorher schon bekommen hat. Also das ist wirklich ein hohem Maße renommierter Preis. Insofern freue ich mich besonders. Hinzu kommt noch, dass ich hier in Bonn 2,5 bis 3 wirklich wunderschöne Jahre in meinem Studium verlebt habe, hier auch meinen Abschluss am politischen Seminar gemacht habe. Also insofern gibt es eigentlich nichts Schöneres.